Achtung, passen Sie auf, was Sie sagen. Ihr Mathe-Prof könnte noch irgendwo in der Nähe sein. Okay, dann. Aber wie soll das ablaufen? Ich meine, ist das ein extra Kurs oder? Ich glaube, eigentlich weiß ich doch schon alles. Dann hast du wirklich alles schon verstanden. Ich schätze mal. Ach, ja. So, hallo, 8. Woche. Ich hoffe, Sie haben sich gut vorbereitet. Teilnehmende der Mathe-Fragestunde sollten durchaus auch in der Lage sein, hochmotiviert komplexen Sachverhalten zu folgen und sie zu verstehen. Also, dann geht's so, jetzt los. Charakteristisches Polynom oder Differentialgleichung lösen. Oh je, oh je, oh je, oh je. Schauen wir uns mal das charakteristische Polynom an. Stetig, ne? Stetig, sehr wichtiger Begriff. Minus 2, davon brauchen wir natürlich die Nullstellen. Also, Sie können das sehen, oder? Jetzt die Nullstellen davon. Da brauche ich die Mitternachtsformel oder die PQ-Formel. Ich nehme am liebsten die PQ-Formel. Für alle Epsilon-Größe 0 existiert die Delta-Größe 0, sodass für alle x mit Abstand von 0 plus 2 kleiner Delta gilt. Abstand von 0 ist minus Wurzel aus. Ein Viertel plus 2 ist unter 2 Viertel. 8 Viertel einfach sind 9 Viertel. Und jetzt kann man eine Wurzel ziehen, nicht? Das ist minus 1 halb plus minus 3 halb. Und das ist 0, mal 1 minus 1 halb. Und jetzt schauen wir mal, stetig. Minus 3 halb. Und Lambda 2 gleich minus 1,5 plus. Und die Antwort ist einfach okay. Ich spannend, alles ist zu. So, ich schaue es mal an. Minus 1,5 minus 2,5 ist minus 2. Und jetzt 1,5 plus mit Viertel minus Abstand von 0 plus 2. Kleiner Delta gilt. Abstand von 0 plus minus Wurzel aus. Ein Viertel plus 2 ist unter 2 Zählung. 8 Viertel einfach sind 9 Viertel. Und jetzt kann man gleich mal Wurzel ziehen. Das ist minus 1,5 plus minus 3,5. Und das ist 0. Mal 1 minus 1,5. Und jetzt schauen wir mal, stetig. Minus 3,5. Und Lambda 2 gleich minus 1,5 plus. Und die Antwort ist einfach okay. Weil spannend war, alles zu zwischen. So, schauen wir mal an. Minus 1,5 minus 2,5 ist minus 2. Und jetzt 1,5 plus mit Viertel minus 2,5 plus 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 minus Wurzel aus. Ein Viertel plus 2 ist unter 2 Zählung. 8 Viertel einfach sind 9 Viertel. Und jetzt kann man gleich mal eine Wurzel ziehen. Halten Sie munter durch. Ihr Mathe-Professor meint es doch wirklich nur gut mit Ihnen. Was ist denn los? Warum rennen Sie denn alle weg? Heidenei. Oder sagt man das so? Heidenei? Kann man das so? Warte, jetzt muss ich... Herrschaftszeit. Zum Glück haben wir das Originale schon im Kasten. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.